Herzlich willkommen zum Test von der Rocket Cone XCD Gaming Maus. Die Oberfläche der Maus ist gummiert und deshalb liegt sie sehr gut in der Hand. Auf der linken Seite wie auf der rechten befindet sich eine Leuchtleiste, die jeweils mit zwei LEDs ausgestattet ist, mit denen man unzählige Kombinationen von Farben herbekommt. Die Maus hat ein leicht schiefes Design, das perfekt für Rechtshänder optimiert ist. Die Maus besitzt ein voll einstellbarer 8200 dpi Lasersensor mit einer Reaktionszeit von gerade mal einer Millisekunde. Die Maus unterstützt Rocket-üblich Easy Shift, mit dem man jede Taste und Mausrad mit einer zweiten Funktion belegen kann. Auf der Unterseite kann man die mitgelieferten Gewichte einlegen, mit denen man das Mausgewicht um 20 Gramm regulieren kann. Mit dem Cone XCD Treiber kann man viele Funktionen einstellen, wie Easy Shift, Sound Feedback und so weiter. Die Farben der Leuchtleisten kann man selbstverständlich auch ändern. Außerdem kann man benutzerdefinierte Profile erstellen und bearbeiten. Eine Übersicht, in der man sieht, wie oft man die einzelnen Tasten geklickt hat, fehlt auch nicht. Der Cone XCD Treiber ist für Mac und Windows kompatibel. Die Rocket Cone XCD ist eine gut verarbeitete Gaming-Maus, die gut in der Hand liegt und gut aussieht. Die Cone XCD ist außerdem sehr genau und läuft auch bei schnellen Bewegungen flüssig. Der Treiber ist sehr übersichtlich und bietet viele Einstellungsmöglichkeiten. Ob man diese zwei Leuchtleisten braucht, ist Geschmackssache. Wenn einem die Maus nicht zu groß ist, empfehle ich sie uneingeschränkt weiter. Das war's von diesem Video, danke, dass ihr zugesehen habt. Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben und falls ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr gleich abonnieren.